Alarm für Notarzt Dr. Don Felix Rizek. Was er bei der Anfahrt schon weiß, es geht um Leben und Tod. So, ich drück den 3. Magst du dir bloß mal 190.487 notieren? Sofort. Warte, das würde ich gerne abfotografieren, damit ich das... Reanimation. Alles klar. Also wir fahren zu einer Reanimation jetzt, also zu einer Wiederbelebung bei einem Kreislaufstillstand. Ich bin Dr. Don Felix Rizek. Ich bin hauptberuflich Unfallchirurg in einem überregionalen Traumazentrum in München. Nebenberuflich arbeite ich als Notarzt. Das hört sich doof an, aber eine Reanimation ist fast eine der einfachsten Sachen, die man machen kann, weil wir sehr gut prädefinierte Algorithmen haben. Das heißt, man kommt da hin, man kann eigentlich wie eine Maschine erstmal diesen Algorithmus abarbeiten. Es wird also jetzt nicht so viel Denkarbeit gleich am Anfang gefragt. Vom Aufregungspotenzial ist es natürlich schon was gerade wenn man frisch im Beruf ist, einen schon fordert und vielleicht auch das Adrenalin ein bisschen pusht. Man weiß, das geht um viel, aber ich glaube, mit ein bisschen Berufserfahrung kommt da Ruhe rein. Ja, genau, richtig. Haben Sie da noch weitere Infos? Ja, wir haben die Mannschaft aufgelöst. Ja, verstanden. Ist ja viel. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Genau, das habe ich gefragt. Zu dem Zeitpunkt, als bei uns der Alarm einging, mit der Fahrzeit haben wir insgesamt 15 Minuten, bis wir frühestens beim Patienten sind. Das sind für den Patienten nicht die besten Das ist nicht die beste Ausgangslage. Das Bundesland Bayern gibt eine Hilfsfrist von maximal 12 Minuten vor. Innerhalb dieser Zeit sollen Rettungskräfte am Einsatzort sein. Dieses Fahrzeug und jedes Fahrzeug im Rettungsdienst hat einen GPS-Tracker im Endeffekt. Das wird in der Leitstelle alles auf der Karte ersichtlich und er schickt immer das nächstgelegene Rettungsmittel. Also somit waren wir das nächstgelegene Notarztfahrzeug. Zu uns dazu wird auf jeden Fall ein Rettungswagen alarmiert. Das heißt, es kann auch sein, dass wir ankommen und schon jemand vor Ort ist. Und je nach Landkreis werden unterschiedliche First-Responder-Fahrzeuge alarmiert. Teilweise von der Berufsfeuerwehr, wenn da keine ist, dann von der Freiwilligen Feuerwehr oder irgendwelche Rettungsdiensteinheiten, die vielleicht früher da sein können als alle anderen. Da geht es darum, dass man bei diesem Herzstillstand einfach die Zeit überbrückt, in der einfach gar keine Herz-Lungen-Massage oder Herzmassage stattfindet, denn das ist einfach das, was das Hirn am Leben hält, diese Herzmassage. Die voraussichtliche Eintreffzeit ist 5 Minuten schneller, als das GPS am Anfang angezeigt hat. Das liegt natürlich daran, dass wir mit Sondersignal gereist sind und das GPS das nicht einrechnet. Blauen Rucksack und Ampularium. Ja. Notarzt. Hi. Hi, servus. Vor circa einer Stunde zuletzt lebend gesehen. Bei unserem Eintreffen keine sicheren Todeszeichen. Pupillen mittelweit noch leicht lichtreagibel. Alles klar. Habt ihr schon ein richtiges EKG? Noch gar nichts. Alles klar. Muss ich mir noch kurz aufmachen, dass noch nicht so glitschige Handschuhe. Nein, nicht so gammelige Hände, das ist so. Ach so, diese riesige Ecke, rotes Schild drin. Okay. Ja, das ist so lieb und gut. Ja, okay. Zugang Regen haben wir noch keinen, oder? Noch gar nicht. Ja. Wollen wir das so machen, dass wir dann Platz tauschen? Ich übernehme die Situation und. Das wäre gut. Machen wir noch die Analyse durch. Wir können ja alle einen weiterrutschen sozusagen. Ja, können wir machen.
Wie weit seid ihr seit der letzten Analyse? Eine Minute noch, jetzt 50 Sekunden. Algorithmus, Asystolie. Dann machen wir doch, in 10 Sekunden einfach eine Analyse, nur damit wir eine Baseline haben, oder? Ja, machen wir. Zugang haben wir noch keinen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also 5, 4, 3, 2, 1, mach mal Pause. Bei einer Reanimation gibt es eigentlich keine ernstzunehmenden Vitalwerte, die man erheben kann. Einen Puls hat der Mensch nicht, also kann man keinen Puls fühlen. Es gibt keinen Blutdruck, weil wenn das Herz nicht pumpt, dann gibt es keinen Blutdruck. Das heißt, so die üblichen Vitalwerte, die man erhebt, sind fast alle unnütz. Das Weitere ist, dass man dann ein EKG ableitet, also eine Messung der elektrischen Herzaktivität, denn die zeigt uns dann an, wie wir weiter behandeln müssen. Einfach weiter drücken. Zugang, Intubation war erfolgreich unter Sicht. Ach so, ja. Die andere Stimme. Geblockt. Sieht gut aus, weiter drücken. Ja, der Zugang liegt. Adrenalin hattest du schon aufgezogen. Habe ich aufgezogen, genau. So. So, mein Plan ist jetzt folgender. 36 war Adrenalin, gell? Ich übergebe dir jetzt den Beutel. Einem von euch. Du, seitengleich belüftet. Das Kapnu macht ihr dazwischen. Ich gehe mal ein bisschen mit der Frau reden. Wenn die Grundparameter von der Wiederbelebung geklärt sind, also haben wir einen Zugang, haben wir eine Beatmung, dann haben wir darüber geredet, dass das Algorithmen sind. Die können kleine Teams auch autark ohne Notarzt weitermachen, dass ich dann erstmal gehe und mit den Angehörigen rede, um mehr Informationen einzuholen. Felix, wahrscheinlich ein Rusk. Ich komme sofort wieder. Super, ist jetzt umgesprungen. Wir haben jetzt noch einen Zyklus durchgedrückt, aber wir haben schon einen Puls tastbar. Okay. Ihr habt einen Puls tastbar. Total. Okay, dann ändert das eh alles. Dann brauchen wir wieder einen Norperfuser, so wie du ihn vorhin aufgezogen hast. Wir schauen, dass wir einmal so einen Blutdruck messen können. Erfahrungsgemäß ist nach einer Wiederbelebung das Herz noch nicht stark genug, um einen wirklich guten Blutdruck aufrechtzuerhalten. Das Ziel ist, dass man einen guten Blutdruck hat, damit alle Organe, inklusive dem Hirn und insbesondere des Hirns, gut mit Sauerstoff versorgt werden können. Wenn der Blutdruck zu schlecht ist, ist das nicht der Fall und deswegen haben wir Medikamente wie dieses Nor, also Noradrenalin nennt sich das, das man verabreichen kann, um den Blutdruck künstlich aufrechtzuerhalten. So. Felix, ein Schockraum oder? Schockraum, internistischer Schockraumzustand nach Reanimation. Ja, es kann sein, dass er gerade wieder reanimationspflichtig geworden ist. Habt ihr noch was? Ich taste nichts mehr. Ich auch nicht. Fangen wir gleich mal an, es wieder zu kurz. Was ist denn einer? Achso, du willst ja nur machen. Du kriegst trotzdem, ja. Tragehilfe hast du angefordert? Oh, ja, danke. War das fürs Neffe Oberschleißheim? Ja, das Neffe Oberschleißheim bräuchte ein Bett für 75, Zustand nach Reanimation, Schockraum, internistisch. Ich gehe davon aus, aktuell im Rosk, irgendwie im Anhalt, vermutlich kardiales Geschehen, oder? Ja, genau, vermutlich kardiell aktuell wieder im Rosk, genau. Und intubiert und beatmet, oder? Genau, so richtig. Jetzt reanimieren wir gerade wieder. Ja. Bin am Telefon. Dr. Don Felix Rejek muss einen älteren Patienten in höchst kritischem Zustand schnellstens in eine Münchner Klinik bringen. Das EKG als erstes wieder anschließen, bitte. Hast du aber schon ein bisschen noch das Schlüssel? Patchkabel liegt oben. Ich glaube nicht, dass es am Wasser liegt, wenn man ganz ehrlich sein soll. Ich glaube, das Herz hat einfach. Das macht einfach nicht mehr mit, gell? Das ist wahrscheinlich so. Super, ja, das habe ich schon hier. 1 Milligramm. Hast du einer da. Muss weiter drücken. Ja, Felix, die Patientenverfügung hätten wir da. Alles klar, schaust du mal rein, was drin steht. Man merkt hier in diesem Fall sehr gut, dass so eine Patientenverfügung nicht in einen Tresor gehört. Die kommt nicht auf die Bank oder soll bei den Kindern liegen, sondern die soll idealerweise bei dem Menschen sein, gut auffindbar, über den sie geschrieben ist. Denn dieser Patient wollte ganz klar keine Wiederbelebung. Wenn der Rettungsdienst diese Information nicht hat, dann muss er davon ausgehen, dass der Patient das will. Also fangen wir das natürlich an, bis wir wissen, ob das anders ist. Und bis wir diese Information hatten, hatten wir eben den ROSC, also hatte der Patient wieder einen Kreislauf. Das heißt, er hat eigentlich eine Maßnahme bekommen, die er gar nicht will.
Jetzt im Moment müsste jeder Puls tasten können, weil der Josef einen herstellt. Tastet mal. Warte. Ja, ich habe einen. Okay, so jetzt Moment. Dann höre ich auf. Jetzt Pause. Ich habe keinen mehr. Negativ. Wieder Asystolie. Hör auf. Willst du lassen? Ja. Ja. Der Punkt, an dem ich entschieden habe, dass wir aufhören, war, als ich die Patientenverfügung vorliegen hatte, wusste, dass dieser Patient keine wiederbelebenden Maßnahmen wollte und sein Kreislauf wieder versagt hat. Sprichst du damit davon? Ja, ich erkläre es jetzt allen. Okay. Kommen Sie, wir gehen noch mal rein. Du, sorry, aber. Ich mache Ende. Ja. Hallo-Linie und so. Ja, ja. Mach die Tür dann. Ja. Also mal. Nein, ich kann nicht mehr rein. Das ist auch richtig. Ja. Kommen Sie mit. Wir gehen noch mal rein, gell? Wir haben aufgehört. Wir haben jetzt noch mal aufgehört, gell? Ja, da haben Sie auch recht. Das ist definitiv das Richtige, gell? Wir haben jetzt... Kommen Sie mit. Wir reden noch mal. Man ist zuerst in einer hochkonzentrierten Situation, wo es darum geht, jemanden das Leben zu bewahren. Und dann muss man umschalten in ruhig und empathisch und mit dieser Situation mit den Angehörigen durchsprechen. Jetzt haben wir uns da leichter getan, denn wir haben uns ja davor gemeinsam mit den Angehörigen diese Patientenverfügung angesehen. Und da waren sich dann alle relativ rasch einig, dass er das nicht will und dass wir das abbrechen. Natürlich ist es danach immer überwältigend für die Angehörigen zu erfahren, jetzt ist tatsächlich mein geliebter Mensch doch verstorben. Aber in dieser Situation hat man eben gesehen, wie stark der Familienzusammenhalt war. Die jüngeren Generationen haben erkannt, dass es eigentlich ein guter Weg war, zu versterben, wenn es das gibt. Die Leute sagen, also wenn man die Leute auf der Straße fragt, wie wollen sie eigentlich mal sterben, ist die meiste Antwort immer, ja, ich möchte zu Hause in der Umgebung meiner Angehörigen entschlafen, sozusagen. Und das ist letztendlich diesem Patienten passiert.